Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Israel gibt es zwei wichtige Gedenkstätten des Holocaust, Yad Vashem und die Museen von Lo Chamei HaGetta'ot, der Erinnerung an die Warschauer Ghetto-Kämpfer. Letzteres beinhaltet neben einer Gedenkstätte für Kinder und einem großen Museum ein Institut für humanistische Erziehung. Holocaust, Gedenkstätte und Institut für humane Erziehung. Diese Stätte hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lehren aus dem Holocaust zu ziehen für die Erziehung der Kinder in Israel, für jüdische, für arabische, für palästinensische Kinder. Die Aufgabe gemacht, aus der Geschichte Lehren zu ziehen für das Miteinander heute. Und ich empfinde es als meine Aufgabe, am Schluss dieser Veranstaltung zu fragen, nachdem bis jetzt der Schwerpunkt auf der Erinnerung lag, zu fragen, wo stehen wir im Herbst in diesem Jahre 2011 in unserer deutschen Erinnerungskultur und angesichts verschiedener Probleme, die uns auch weltweit bedrängen. Gedenken am 9. November 2011, wenn man heute Morgen Nachrichten gehört hat und Zeitungen liest, überwiegt deutlich die Erinnerung an das, was vor 22 Jahren geschah, der Mauerfall. Ein Gedenken an einem Tag positive deutsche Identität. Sie überwiegt bei weitem gegenüber dem Gedenken an den Unheilstag 9. November 1938, den der jüdische Historiker Alan Steinweiss einen Tag negative deutsche Identität bezeichnet. Er hat ein neues kleines Büchlein geschrieben, hat vor kurzem in Frankfurt eine Gastprofessur ausgeübt und hat ein Büchlein geschrieben über die Kristallnacht 1938. Es ist gut, wenn wir uns erinnern, und hier in Wetzlar haben wir viele Möglichkeiten, aufgrund der Publikationen, vor allem auch des vergangenen Jahres von Doris Eberts, die Wege der Wetzlarer Juden nachzugehen, ihre Erinnerung festzuhalten, ihren Leidensweg. Es ist gut, dass immer wieder neue Bemühungen angestellt werden, um Gedenken zu aktualisieren. Und ein ganz neuer Weg wird zum Beispiel beschritten von Klaus Kierdorf und seinen Freunden, und man kann ihn danach fragen, einen Weg zum Gedenken der Geschichte. Weg der Erinnerung, Wetzlar 1933 bis 1945, er lädt dazu ein, am kommenden Sonntag und am übernächsten Sonntag diesen Weg mit all den Orten, an denen es Gedenkorte, auch Gedenksteine gibt und an denen auch die Orte derer, die sich an anderen vergriffen haben, gezeigt werden. Für mich persönlich ist meine Geschichte immer sehr stark mit dem Ort, an dem viele Juden Zuflucht gefunden haben über viele Jahrzehnte und in dem sie heute sich erleben wollen, verbunden mit dem Land und mit dem Staat Israel, das ich vor kurzem mit einer Gruppe von Lehrern besuchte. Wir haben Israel trotz großer Sorgen, die sich im Moment einstellen, im Oktober in einer nahezu euphorisch-freudigen Stimmung erlebt. Und einiges davon konnte man auch hier wahrnehmen. Die Freilassung des über 6 Jahre lang verschleppten, oft längst totgeglaubten Soldaten Gilad Shalit, dass das möglich war von beiden Seiten. Es hat Menschen sehr tief bewegt. Es hat die talmudische Weisheit, rettest du eine Seele, dann rettest du die ganze Welt, konkretisiert. Und viele Menschen haben sie unter euphorischer Anteilnahme erfahren. Ich habe auch Bilder aus dem arabischen Fernsehen gesehen. Auf der anderen Seite war die Freude bei vielen Familien über ihre in israelischen Gefängnissen verschwundenen Söhnen und Töchtern nicht minder groß.
Für mich war dieser Gefangenenaustausch, so ungleich er auch ist, zuletzt ein Zeichen, dass es doch möglich ist, dass selbst Todfeinde miteinander reden und verhandeln können und etwas Positives bewegen. Möge dieser Impuls auch künftige Gespräche beeinflussen. Gerade auch jetzt, wo Israel und nicht nur Israel, die ganze Welt in großer Sorge ist über das iranische Atomprogramm, möge es auch ihr mit viel Weisheit und Beharrlichkeit gelingen, diesen Konflikt gewaltfrei zu regeln. Die arabische Welt ist im Umbruch. Auch das wird in Israel wahrgenommen und wieder mischen sich Freude und Sorge. Auf der einen Seite die Freude über das Ende von gewaltsamen Diktaturen, die Freude über den Beginn zarter demokratischer Bürgerbeteiligung. Doch wie schnell wird diese Freude übertönt durch die Sorge, dass die demokratisch gewünschten Entwicklungen zu einem neuen Potenzial an Hass und an Aufruhr führen, der sich gerade gegenüber Minderheiten, wie kürzlich in Ägypten gegenüber den Kopten erlebt, niederschlägt. Deutschland im Herbst 2011, was bewegt uns? Wir hören gute Zahlen heute Morgen in den Nachrichten betont, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Die Konjunkturlage ist trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation und der Krisen der Banken und der Sorge um Währungsstabilität im Großen und Ganzen gut. Im Miteinander der verschiedenen Kulturen hat sich in Wetzlar in den vergangenen Jahren viel getan. Integrationsprogramme für das Westend, für Niedergirmes und seit einem Jahr auch erfolgreich für Hermannstein haben sich positiv niedergeschlagen in verschiedenen Bildungsprogrammen und in fröhlichen multikulturellen Familienfesten. Sie zeigen, dass ein buntes Miteinander in Wetzlar möglich und gut ist. Und es ist wichtig, dass wir diese Zeichen haben angesichts der Sorgen, die uns immer wieder bereitet werden durch rechte Gesinnungen, durch Demonstrationen und Publikationen. Zeichen, die uns gut tun, konnte man in Wetzlar zuletzt sehen in dem beeindruckenden Filmfestival Übermut. Vielleicht haben einige es genutzt, den einen oder anderen Film zu sehen. Denn in diesem Filmfestival wurden Menschen und Gruppen gezeigt, die über sich heraus mit ihrem Mut wachsen und Beeindruckendes bewerkstelligen. Und für unser Thema hier zwei Filme, die besonders prägend sind. Da wurde ein Film gezeigt über Fritz Bauer, einem Menschen, der die Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren initiiert hat, in einer Zeit, in der über die Verbrechen der NS-Zeit noch eisiges Schweigen herrschte. Einem Menschen also, der mutig auftrat, der das Unrecht beim Namen nannte und dieses Unrecht mit legalen Mitteln verfolgte. Da war ein anderer Film aus Israel-Palästina, einem Ort, Butrus, nahe der grünen Grenze zwischen Israel und dem Gebiet, was Palästina oder besetzte Gebiete, allein schon die Namensfindung ist schon ein erstes Problem, sein soll. Entlang dieses Dorfes wurde die von Israel für seine Sicherheit beanspruchte Schutzmauer gebaut. Allerdings auf den Feldern und ganz nah an diesem Dorf entlang. Die Menschen in diesem Ort haben sich, und das ist in der Tat relativ einmalig, viele Monate gewaltfrei diesem, was ihrem Grund und Boden wegnimmt, zur Wehr gesetzt, erhielten zunehmend Unterstützung auch aus den Friedenslagern Israel, die sich mit auf ihre Seite getan hat. Und eines Tages war es tatsächlich soweit, die Mauer, der Verlauf wurde geändert, sodass dieses Dorf einigermaßen im Frieden weiterleben konnte. Diese beiden Menschen, auf der einen Seite hier, ein Palästinenser, auf der anderen Seite der deutsche Fritz Bauer, die genau achtsam wahrnehmen, was geschieht und die mutig eintreten und die vor allem mit rechtlichen und mit gewaltfreien Mitteln sich dem Unrecht zur Wehr setzen. Beide haben auf die Dauer gesehen Erfolg gehabt. Der Geschichtsprofessor Erlen Steinweiß
beurteilt das Geschehen in der sogenannten Kristallnacht als ein Produkt des Zusammenwirkens von Unzufriedenheit von unten und Manipulation von oben. Eine interessante, neuartige Betrachtungsweise, die wir aber, wenn wir vieles in dieser Welt betrachten, oft zusammenkommt. Unzufriedenheit von unten und Manipulation von oben. Damit ein solcher Missbrauch möglichst eingedämmt wird, ist es immer wieder wichtig, dass wir wachsam aufklären über das, was war und was ist, und engagiert eintreten für ein gewaltfreies, gerechtes Miteinander der Kulturen und Völker. Die Erinnerung an die Reichspogromnacht und der Weg, der dahin führte, und der Weg, der von der Reichspogromnacht weiterführte in das grausige Verderben, er muss allein schon deswegen auch in unserer Kultur fest verankert bleiben, um immer wieder, auch heute, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Hass möglichst schon im Keim zu begegnen, möge es gelingen, zu ersticken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Grieb, für diese sehr nachdenklichen und analytischen Worte. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, bitten, dass Sie den Geist und die Überlegungen der heutigen Gedenkstunde weitertragen in Ihre Freunde, in Ihre Familie mit hinein, und darf mich bedanken, dass Sie hierher gekommen sind, und schließe damit diese Gedenkstunde.